dürfen schon hinten, von hinten anfangen. Okay, mach ich. Thomas, es geht gleich mit Ihnen hinter, ne? Und wie finden Sie das, wenn ich hier einfach ankomme und putze? Ich weiß. Bisschen doof? Nö. Aber? Wenn Sie damit über die Runden kommen, machen Sie das nur so als Experiment oder? Ich lebe seit 13 Jahren ohne Geld und ich bin Therapeutin und war Lehrerin. Aber mir ist es eben wichtig, das auch nochmal so zu betonen. Also ja. Ich mache es, weil ich einfach das Gefühl habe, das, was wir jetzt haben, so geht das nicht. Ne? So wie Sie jetzt erzählen, Sie müssen immer arbeiten und andere haben nichts. Ja gut, das ist ja... Und da möchte ich einfach was anderes dagegen setzen. Ich sage, ich möchte weg von der Konkurrenz hin zu dem Miteinander. Leben Sie stressfrei? Absolut. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, ist einfach so, ja. Ja. Ich lebe stressfrei. Frei und stressfrei. Das ist aber ich meine, so wie ich das jetzt mache, das könnten natürlich nicht alle. So wie ich denke trotzdem, dass wir einen Staat ohne Geld haben könnten. Dass die Welt ohne Geld sein könnte. Ich würde mal sagen, so in dem kleinen Bereich, ja, ist es möglich. Aber jetzt im ganz großen Rahmen, ich weiß nicht, ob das so viele bereit wären, das so zu machen, ja. Ja, ja, erstmal nicht, aber wenn es kracht, und es wird ja krachen. Es wird nicht mehr so, ja. Für mich ist es klar, dass es krachen wird. Irgendwann. Mein Luxus besteht darin, zu sagen, ich habe alles, was ich brauche. Und mehr will ich nicht. Ich will nicht 20 Paar Schuhe. Ich will 3 Paar Schuhe. Ja. Ne? Ein Paar für innen, ein Paar zum Laufen und ein Paar vielleicht noch für fein oder so. Und schon bin ich zufrieden. So, oh, ich danke Ihnen. Wenn Sie noch Bananen möchten, dann nehmen Sie sich noch was mit. Ja, also nicht alle. Sie behalten ja, Sie doch auf. Ich tue die am Montag eh weg dann. Ach so, ja, dann wäre damit. Mit, tschüss und vielen Dank. Ja, alles klar, tschüss. Ja, tschüss.